Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind in Karlsruhe, Messe Rehab 2022. Erstmal hallo Sven. Hallo Ali. Sven, wir müssen Gas geben, hier ist nämlich richtig viel los. Absolut, ja. Und es geht um ein neues, spannendes Thema, der niegelnagelneue VW Caddy Maxi Lang. Und das nicht zum Verkaufen, sondern Autovermietung. Avis bietet den an für Menschen mit und ohne Handicap. Und da muss man heute was erzählen, weil es gibt ganz viel Neues. Erstmal ja. Hallo. Hallo, Ali. Ja, der neue Caddy Maxi ist ein super Auto geworden. Und von der Optik wie auch für die Menschen mit Handicap im Umbau toll zu benutzen. Und wir freuen uns, den im Portfolio bei uns zu haben und anbieten zu können. Meine erste Frage, Paravan baut ja die Fahrzeuge komplett um bei Avis. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so. Die Umbauten werden in Frohnstetten-Eichelau gemacht von Paravan und dann kommen die Fahrzeuge zu uns in die Vermietung und werden dort eingesetzt. Ja. Okay. Und wir haben hier Handgas, also Gasring und eine Rampe. Kannst du dazu was sagen? Gerade Thema Selbstfahrer, Aktivfahrer, Passivfahrer? Ja, also die Fahrzeuge, wie du schon gesagt hast, sind mit Gasring und Handbremse ausgestattet, sodass die autark gefahren werden können. Und im Heck befindet sich die Laderampe, über die natürlich dann auch Familien die Möglichkeit haben, ihre Kinder mitzunehmen oder ihre Angehörigen mitzunehmen, hinten im Rollstuhl zu transportieren und so natürlich für eine gewisse Flexibilität sorgt im Alltag und für Mobilität, vor allen Dingen für die Leute. Man muss auch dazu sagen, was viele ja nicht wissen, wir haben einen tiefen Heckausschnitt drin. Also es ist nicht nur eine Laderampe drin, sondern vor allem der tiefe Heckausschnitt macht es natürlich möglich, auch schwere Rollstühle dann, sage ich mal, ganz problemlos zu transportieren und die Leute können drin sitzen bleiben. Ne? Richtig, das war uns wichtig, dass die Leute auch nicht über hohe Schwellen irgendwie in das Auto kommen, sondern dass sie vernünftig reinfahren können. Und dazu war der Heckausschnitt und der tiefere Heckausschnitt natürlich zwingend notwendig. Ist das bei allen Fahrzeugen? Das ist bei allen Fahrzeugen so. Wir haben ja den VW Caddy Maxi im Angebot sowie den Ford Tourneo Long in der langen Ausfertigung und dort ist es genauso. Das heißt, Willi, immer die neuesten Autos sind hier auch in der Autovermietung. Jetzt wäre ein ganz großes Thema natürlich, die Lage ist schwierig, wir kriegen kaum Neufahrzeuge. Ihr habt ja damals gestartet mit ein paar Fahrzeugen, habt es aufgestockt auf über 20 Fahrzeuge. Könnt ihr das dieses Jahr auch wieder absichern oder garantieren, dass die Leute ein Fahrzeug kriegen? Also wir versuchen das natürlich und wir werden dieses Jahr auf 25 Fahrzeuge aufstocken. Und die natürlich auch an unseren entsprechenden Hotspot-Stationen dort von Haus aus immer viele Mietungen anstehen, anbieten. Aber sie sind über das Internet www.avis.de natürlich super buchbar und wir versuchen auch in mehreren Publikationen unsere Kontaktdaten dort mitzuteilen, sodass die Menschen das Angebot auch wahrnehmen können. Nee, super, Leute, wirklich, wenn es ums Thema Urlaub, Reisen geht, ganz viele sprechen mich natürlich an. Die Autos sind sehr gefragt, weil einfach man muss sehen, der Mehrwert, man muss sich nicht gleich immer ein Auto kaufen, man kann sich eins mieten. Und das ist wirklich ein toller Beitrag von euch hier. Ich habe es mit dem Jens oft da auch, viele Grüße an Jens, gell, falls der uns hier zuschaut. Der hat das Glück, der durfte in Rente gehen, du bist der Nachfolger, Sven. Wirklich ein riesen Dank euch hier an Avis, dass ihr das weiterverfolgt, das Ziel, uns Leute mit Handicap mit Autos zu versorgen und das in der Vermietung, also wirklich sensationell. Ja, ich denke, da brauchen wir gar nicht viel sagen. Leute, schaut auf die Webseite, rechtzeitig anmelden. Die Preise auch sind auf der Webseite drauf. Das Tolle ist auch, dieses umgebaute Auto kostet nicht mehr wie ein normaler Caddy, denke ich jetzt einmal, oder? Können wir über die Preise reden? Können wir eigentlich auch reden? Ist ja kein Geheimnis. Reden. Der kostet 122 Euro am Tag und wir haben alle Kilometer frei und wir haben auch neu einen Monatspreis kreiert, der bei 20 mal dem Tagespreis ist, also so auch für eine gewisse Entlastung sorgt. Also Leute, habt ihr gehört, die neuesten Autos, die besten Autos, Autovermietung, Avis macht es möglich, uns Menschen mit und ohne Handicap in die schönste Urlaubsregionen wiederzubringen, in der Freizeit, Sport, überall natürlich ein tolles Auto, VW Caddy Maxi Lang, wir testeten schon mittlerweile 6 Monate, sensationell. Ja, schön. Bis bald, euer Olli und Willi und Sven. Ciao.